redet am besten für sich selber. Herzlich willkommen, Sabine Leidig, verkehrspolitische Sprecherin Die Linke im Bundestag. Herzlich willkommen. Ja, liebe Protestgemeinde, da stehe ich wieder. Im Februar habe ich schon mal bei der Montagsdemo gesprochen. Da standen 2000 vielleicht vor dem Hauptbahnhof. Das fand ich schon sehr großartig. Aber wir dachten alle, ob wir da hinkommen, dieses Gigantprojekt zu kippen, wird schwierig. Heute sieht die Sache völlig anders aus. 30.000 und die, die Stuttgart 21 wollen, stehen mit dem Rücken an der Wand. Die kommen keinen Schritt weiter. Dieses Projekt wird kippen. Dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen. Ehrlich gesagt, nie gedacht, dass mich mal so ein Anflug von Lokalpatriotismus fürs Ländler ankommt, aber als in Berlin am letzten Mittwoch der Schwabenstreich oder man muss sagen, das Schwabenstreichele stattgefunden hat, da war ich richtig glücklich. Und ich muss sagen, dass ihr hier eine solche Volkserhebung auf die Beine gestellt habt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit in dieser Krisenzeit, in einer Zeit, in der so viele Leute resignieren. Ihr zeigt, dass die da oben nicht einfach machen können, was sie wollen. Und wenn wir uns die Gesamtsituation ansehen, dann beobachten wir, dass die Regierungen im Verein mit den Banken und den Finanzanlegern planen, die Kosten der Krise auf die Allgemeinheit abzuwälzen, die Armen immer weiter nach unten zu drücken, um die großen Kapitalvermögen zu sichern. Und da kann man nur hoffen, dass euer Bürgerprotest Schule macht, dass er andere ermutigt, sich in die eigenen Angelegenheiten einzumischen, unsere Stadt zu denken, unsere Bahn, unser volkswirtschaftliches Vermögen und unseren Staat nicht den anderen überlassen. Das ist überhaupt nicht leicht. Es ist vielleicht das Einfache, das schwer zu machen ist. Immerhin hat vor 15 Jahren schon die Kritik und der Protest gegen Stuttgart 21 angefangen. Da haben einzelne Leute, damals auch aus der PDS und aus den Grünen, eine Broschüre veröffentlicht. Aber selbst in den eigenen Parteien, auch bei den Grünen und auch bei den Linken, gab es damals Leute, die der Überzeugung waren, dass Stuttgart 21 den Fortschritt bringt. Und inzwischen habt ihr es geschafft, hat euer Widerstand dafür gesorgt, dass die ganzen Fakten auf den Tisch gekommen sind, Schritt für Schritt, dass ein Alternativkonzept erarbeitet wurde und veröffentlicht wurde und dass die Überzeugung gewachsen ist, dass es besser ist, den Kopf oben zu behalten. Auch bei den Gewerkschaften und selbst in der SPD haben viele viel dazugelernt und es ist überhaupt keine Schande, dass man sich irrt. Es ist eine ganz große Stärke dieser Bewegung, dass alle mitgenommen werden, die dazukommen. Eine Schande ist es aber, wenn man wider besseren Wissens an einer Idiotie festhält, die vielleicht dem eigenen Prestige nützt, wahrscheinlich dem eigenen Geldbeutel und auf jeden Fall einer Überzeugung. Sagen, dass ich ungeheuer großen Respekt vor eurem Ungehorsam habe. Das finde ich einfach großartig. Ich habe gehört, dass gestern Nacht Leute bei der Blockade abgeräumt worden sind. Dann wurde den Polizisten hinterhergerufen, schämt euch. Und da haben Kollegen von der Polizei gesagt, ja, wir schämen uns. Und das finde ich großartig.
sagen, mein Herz schlägt auch für ein schönes kleines Loch im Bauzaun, wenn man damit einen großen Abgrund im Herzen der Stadt verursachen kann. Optimistisch, dass ich, wenn ich nächstes Mal hier reden kann, mit euch reden, dass es dann darum geht, wie man den Kopfbahnhof als Bürgerbahnhof mit Leben erfüllen kann. Denn schließlich geht es genau darum. Es geht darum, dass wir eine Bewegung entwickeln für eine neue Form der Mobilität, für die Bewegung nach dem Erdöl, für den Ausstieg aus einer Autogesellschaft, die alles zubetoniert, die unsolidarisch ist, die das Klima zerstört. Wir brauchen eine Bürgerinnen- und Bürgerbewegung für solidarische Mobilität. Und ein Herzstück dieser Mobilität ist die Bahn. Eine Bahn, die wir gestalten müssen. Eine Bahn für alle. Eine Bahn, die in die Zukunft führt. Und den Saal. Und wenn man sich vor Augen führt, welche zentrale Rolle die Bahn für eine solche zukunftsfähige Entwicklung einnimmt, dann ist es unbegreiflich eigentlich, dass da ein Club von mächtigen Männern geradezu auf das Gegenteil hin steuert. Schlag auf Schlag ist in den letzten Wochen alles bewiesen und belegt worden, was von den Gegnerinnen und Gegnern von Stuttgart 21 längst befürchtet und behauptet worden ist. Die gigantischen Kosten, die überhaupt keinen erkennbaren Nutzen bringen, die Behinderung des Schienennahverkehrs, die Gefahren durch den unberechenbaren Untergrund, die Schiebereien zugunsten der Bahnbilanz und zulasten der Infrastruktur. Mit dem Geld könnte man alle Bahnhöfe barrierefrei machen. Mit dem Geld... Okay. Und wir wissen inzwischen, dass es eine Menge Vertuschung, bewusste Unterschlagung von wichtigen Informationen und Vetternwirtschaft gibt. Das sehen wir. Da sehen wir einen Oberbürgermeister, der bereit ist, die Stadt ins Chaos zu stürzen und sich gegen die überwältigende Mehrheit der Bewohner stellt. Ich finde, den sollten Sie aus dem Amt jagen. Und wir sehen einen unbelehrbaren Ministerpräsident, der zulässt, dass in weiten Teilen des Landes die Schienen und die Bahnhöfe auf der Strecke bleiben, weil er einen großen Deal verfolgt. Ich finde, dem müssen wirklich die Tage gezählt sein.